Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Ich bin quasi jetzt am ersten Tag, wo ich spielen darf, im Stream und wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Wer die erste Folge noch nicht gesehen hat, einfach mal die von gestern schauen, geht eine Stunde. Nicht gecuttet, komplett uncut, könnt ihr euch reinziehen. Auch nochmal wichtig für alle, die das auf YouTube sehen. Ich werde auf YouTube wahrscheinlich die meisten Cutscenes überspringen, weil das einfach zu viel Zeit raubt. Ihr wollt ja hier keinen Film gucken, sondern Gameplay. Das heißt, Story werden wir uns im Stream angucken, aber für YouTube werde ich es auf jeden Fall wegschneiden. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch und alle Fragen, die ihr sonst noch habt, beantworten wir on the fly. Schaut euch mal die Umgebung an. Das ist nicht hingerotzt oder hingeklatscht. Guckt euch mal an, wie viel Liebe zum Detail hier drin steckt. Wie dreckig das alles aussieht, organisch, und sieht aus, als wäre das eine Filmkulisse. Wie dreckig und also wie viel Arbeit alleine in dieser Wand hier steckt. Ich weiß nicht, wie viel Copy-Paste hier ist und wie oft wir das sehen, aber gerade beim ersten Mal angucken, wie viel Arbeit da drin steckt, dass es alles so aussieht, wie es aussieht, das muss man schon auch appreciaten. Ja, es gibt so ein Kartenspiel, was man spielen kann. Das habe ich jetzt noch nicht spielen können, aber es gibt's. Spielen? Sollen wir spielen eine Runde? Kessel-Sabak. Spielen wir, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Du kannst versuchen zu betrügen, indem du nix aussendest, um einen Gegner in die Karten zu schauen. Das ist cool. Mach bloß keine Spielschuld, sagst du Boba Fett am Hals. Ist süß gemacht. Misstrauischer Gegner. Was hat er? Dein Betrug ist fehlgeschlagen und deine Gegner wurden misstrauisch. Da sollte Kessel häufig beim Schummeln entdeckt werden. Wird hier zeitweise an diesem Sabak-Tisch gesperrt, okay? Du hast... Ah, ich habe das Quicktime verkackt. Oh, ich habe mich auf... Eine Sylopar wird reiner Sabak genannt und ist die beste Hand im Spiel. Gewonnen. Ihr habt gedacht, ihr würdet jetzt ein bisschen was vom Spiel sehen, ne? Die nächsten 12 Stunden hänge ich an diesem Pokertisch. Die Galaxis ist voller Kessel-Sabak-Herausforderungen. Suche nach Kontrollkarten und finde neue Betrugsmaschinen der Welt. Verfeinere deine Strategie und dein Spielstil auf deiner Reise. Plus 150. Ungereifter Stopschka. Oh, hier, genau das meinte ich, die Arcade-Dinger. Ihr wollt das doch sehen, ich kenne euch doch. Start. Was muss ich machen? Ah, man muss fahren. Okay, easy. Ah, guck mal, das kann ich doch. Wenn ich irgendwas kann, dann das. Ihr habt gedacht, ihr seht hier irgendwas von der Story, ne? Ja, falsch gedacht, Leute. Falsch gedacht. Scheiße! Junge, das wird ganz schön schwer. Oh, fuck. Zu gierig gewesen. Digga, ich bin zu alt für sowas. ½ ist der Rekord. Seht ihr, wie nah die Kamera ist? Ich habe die ganze Zeit den Kopf von ihr im Gesicht. Für eine Möglichkeit, Gorax Suite zu betreten. Ah ja, und das Ding... da gibt's so einen Rhythmus und den muss man dann treffen irgendwie. Das ist jetzt auch schon die dritte Passage, wo ich durch so einen Schacht laufe. Ja, das weiß ich nicht. Müsst ihr selber wissen, ob ihr das gut findet oder schlecht findet. Ich bin jetzt nicht so der übelste Fan davon. Neue Quest Unterwelt, genau. Und das ist dieses ganze Syndikat-Ding, was, glaube ich, ganz spannend ist. Ja, es gibt verschiedene Syndikate. Da kommt auch noch ein Vierter hinzu, genau wo ich hier drüber sitze. Das ist jetzt noch nicht bekannt, im Laufe der Story bestimmt. Und man kann dort Ruf... Sieht sehr gut aus. Man kann dort Ruf bekommen und mit dem Ruf bekommt man verschiedene Belohnungen. Hier zum Beispiel der Ruf Max, dann gibt es hier... Oh, das sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Für Jabba wollte ich schon immer arbeiten. Ja, also das wusste ich jetzt auch nicht, dass er da ist, der Huttenkartellkönig. Aber
Wir haben ja schon im Trailer eben gesehen, dass wir auf jeden Fall mal bei ihm sein werden. Also das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ist natürlich dann, bin ich ganz gespannt, wie das umgesetzt wird. Ob das wirklich nur den Töten, nicht töten, ja oder nein sagen, wie das so aufgebaut ist. Ne? Finde ich ganz cool. Wenn ihr dich sehen, bla bla, ne? Aber ich sage es euch, ihr werdet mich nicht einmal geduckt laufen sehen. Nicht ein einziges Mal. Ich werde einen Teufel tun und geduckt laufen. Ich wurde vor einer Stunde so gefragt, ey, was findest du denn nicht gut? Und das sind genau halt diese Passagen, die ich nicht, das catcht mich nicht. Ich weiß, es gibt bestimmt viele Leute, die das catcht und so, aber das catcht mich null. Hau ich die einfach um oder laufe ich einfach an denen vorbei? Ich guck einfach mal. Ah ja, okay, ich hau die einfach um. Ah, ist das genau das, was ich, genau das hasse ich. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich komme jetzt hier nicht weiter, ich bin so geforst und sobald du gefunden wirst, ist die Mission im Arsch. Muss man neu machen. Also das müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr das gut findet oder nicht. Also ich mag das gar nicht. Guck mal, ich bin wieder ganz am Anfang. Ja, Digga, es ist unsatisfying. Stell dir vor, also in meinem Kopf ist gerade okay, ich muss alle einzeln kaputt machen und bis zum Ende kommen und alle ausschalten oder erwischt zu werden. Aber jetzt imagine, ich mach das und werde trotzdem am Ende nach 10 Minuten erwischt. Mir fehlen so ein bisschen die Worte, was ich sagen soll, weil ich will es nicht schlecht reden, weil es halt voll subjektiv ist, dass mir das nicht gefällt, die Passage gerade. Es war okay, so war jetzt kurz, aber es ist schon hart nervig, da werde ich mir zustimmen, dass du entdeckt wirst und wirst du am Anfang der Mission, ey, mach den Scheiß nochmal. Also da müssen wir erstmal ganz kurz, ich muss den Rant mal loswerden, weil es mir jetzt, wir sind jetzt in der Stunde drin und in dieser Mission ist das irgendwie die fünfte Pipe, die wir langlaufen, 10-mal diesen Datenstift benutzt und muss nur schleichen. Also sind die auf nicht andere Ideen gekommen, die man machen kann. Die machen so eine schöne Welt mit verschiedenen Planeten, mit Raumschiffen, mit Knarren, mit Synchro, mit Minigames. Und da kommen die nicht auf besseres Gameplay, als renn durch diese doofen Schächte hier, kletter irgendwo lang und schleich irgendwo lang. Das kann es doch nicht sein. Und wieso ist das eigentlich First Person dann auf einmal? Ich verstehe das nicht. Okay, Moped Action. Das habt ihr ja noch gar nicht gesehen, glaube ich, ne? Das Doofe ist, ich kann die Kamera nicht so machen und die bleibt so. Das fuckt übel ab. Das werde ich mich jetzt mal warten, mal Sekunde. Wieso darf ich nicht die Kamera so halten? Wieso? Was ist das Problem? Wieso? Check ich nicht. Geht mir nicht in den Kopf. Ich sehe nämlich einen feuchten Kehricht, wenn die ganze Straße Also, komm, ey. Manchmal habe ich das Gefühl, ich wäre so ein geiler Spieleentwickler. Oder die haben das nicht geplaytestet. Oder die Playtester sind alle dumm. Oh Mann, ey. Boah, Junge, ich weiß nicht. Also, wie ist es? Das Gameplay ist scheiße. So, ich hab's jetzt gesagt. Das ist natürlich eigene Meinung und so. Und so. Aber das Gameplay macht mir gar keinen Spaß. Das Gameplay, ich sag's einfach so, wie es ist. Das Gameplay, ich hab keinen... Also, es gibt Dinge, die machen mir hier Spaß, aber so diese Aufgaben, die es gibt, die machen mir keinen Spaß. Was soll ich sagen? Wieso soll ich euch anlügen? Das macht keinen Spaß. Es tut mir leid, da könnt ihr auch sagen, hier Noob und so, aber da habe ich keinen Bock drauf. Alter. Jetzt muss ich wieder da oben anfangen. Mann, ich will auch jetzt nicht salzig werden und so, ne? Aber mir geht sowas immer nah beim Spielen. Ich meine, deswegen mache ich das ganze Gedöns hier, aber ich will jetzt auch nicht komplett wegtilten. Aber ich meine, ihr seht es ja auch selber. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ich habe voll Bock auf Outlaws, aber das, was ich da sehe, hat... Was ich von Star Wars erwartet hatte, ich weiß auch nicht, ey. Guck mal, wo ich wieder starte, das ist ekelhaft, das macht gar keinen Bock, Alter. Also klar, ich werde es jetzt auch machen, weil ich es machen muss anscheinend. Ich kann da auch langschleichen und mich nicht sehen lassen und nicht in einen offenen Fight gehen, aber es fuckt übel ab, Mann. Ich will ballern und kämpfen und so und da nicht rumschleichen wie so ein... Ach klar, muss wieder deinen scheiß Schraubenzieher nehmen. Hör auf, lass mich raus hier. Die lieben das Feature so sehr. Wir sind da auf ein ganz tolles Feature gekommen. Wir machen, dass sie einen Schraubenzieher am Kopf hat und der muss sie für jede fucking Tür benutzen. 95.000 Mal am Tag. Also diese ganze Operation gerade, das war kein Spaß. Und nicht, weil das zu schwer war oder so, sondern die Belohnung ist auch einfach... Ich weiß nicht, vielleicht ist die Belohnung auch gut und ich check's nur selber noch nicht, aber so... Ich weiß nicht, ich habe so gemischte Gefühle, Alter. Wenn sich da nicht signifikant irgendwas ändert am Gameplay, ne, dann kann ich das nicht weiterspielen. Schächte, dieser scheiß Schraubenzieher-Kack. Muss alles irgendwie im Ducken machen. Wenn du stirbst, wirst du 1000 Kilometer weit weg. Also, das ist schlimmer als Souls. Ich spiele gerade lieber, weiß ich nicht, Souls mit den Händen auf dem Rücken als das hier. Es macht mich so sauer, dass die also. Heimliche Niederschläge regenerieren deine...
Heimliche Niederschläge regenerieren deine Gesundheit. Du kannst mehr Bagdaf, das brauche ich, kaufen. 770! Ach Mann, ey, ich habe so gehofft, dass das Game richtig, richtig gut wird, wirklich. Also, Mann, ich will das auch nicht immer so sagen, aber für meine Bedürfnisse mäßig gut. Also, das, was ich für gut empfinde. Machen wir uns nichts vor. Das ist nicht mein Spiel. Das ist nicht mein Spielstil und das ist nicht mein Spiel. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich verstehe das. Ich verstehe das halt rein von Ubisoft-Entwicklerseite nicht. Wie kannst du so eine krasse Stadt hier hinstellen, wo NPCs rumlaufen, wo Leute Gespräche führen, wo alles ausstaffiert ist? Diese Stadt bauen hat ultra lang gedauert und dann ist deine einzige Aufgabe schleichen, durch Korridore laufen und diesen scheiß Stift benutzen. Wie kannst du so eine geile Welt haben und so ein scheiß Gameplay? Es geht mir auch übel auf den Piss, da ich beim Laufen die ganze Zeit komplett ihren Kopf im Gesicht habe. Mann! Wieso machst du diese scheiß Ausrichtung? Hör auf damit! Ich habe das ausgestellt. Das macht mich so sauer. Bleib mit der Kamera so. Digga, ist das ein Druide? Hey, das ist ein fucking Druide. Was war ich denn gegen Druiden? Kopfschuss. Tatsächlich. Also, sowas gefällt mir. Das war super. Davon bitte mehr. Davon mehr. Genau davon. Das war super. Das war super. Fahr irgendwo hin, kill ein paar Gegner, bekomm irgendwas, bring das zurück. War super gezeigt hier mit dem Rauch. Davon mehr. Ohne die Stealth-Scheiße, Mann. Digga, mach mich nicht sauer. Wieso? Ich hab das ausgemacht. Also, wenn ich ein Wutproblem hätte, ne, wird der Controller so fliegen gehen, ne? Digga, mach die Kamera so, wie ich das will. Bin ich hier in 1990 gefangen, da ich die Kamera nicht so machen kann, wie ich das will? Das macht mich richtig aggressiv. Das macht mich richtig, richtig aggressiv. Also, können wir mal ganz kurz festhalten, damit ich das nicht vergesse. Der Kopf in meiner Fresse fuckt mich übel ab. Stealth fuckt mich des Grauens ab. Die Kamera beim Motorrad fuckt mich des Grauens ab. Der Stream ist so ein Wechselbad der Gefühle bisher. Beim Einschalten, oh, das war cool. Und seitdem wird das Gameplay immer schlechter. Und dann kann man sehen, wie Lust Blutdruck steigt. Ja. Das passt ganz gut, ja. Ich sag's jetzt nochmal ganz ruhig. Mit all der Ruhe, die ich in mir trage. Welcher beschissene Penner war dafür verantwortlich, die Kamera immer wieder so zurückzusetzen, Mann. Ich glaube, hier steckt echt viel Tiefe und viel Möglichkeiten und viel Gutes drin. Diese einzelnen Stealth-Scheißdinger, die Kamera und der Kopf in meinem Gesicht sind ich weiß nicht, ob das Kleinigkeiten sind, das mit Stealth nervt mich schon enorm, aber sonst ist es ja wirklich gut. Ich glaube, mit mehr Spielzeit und umso weiter wir reinkommen, wird das immer, immer besser. Lass mal fair sein und hier noch ein bisschen, dem Spiel auch noch ein bisschen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Weil das hier ist schon sehr cool. Und das ist nur der erste Planet, es gibt ja mehrere Planeten. Und wie ausstaffiert es ist. Und ja, klar ist das jetzt nicht alles 4K, hoch aufgelosene Polygone. Und es ist halt so Wegwerf, 3D-Modelle aus dem Baukasten. Aber es sieht schon echt gut aus. Umso länger wir keinen Stealth haben, umso glücklicher werde ich. Umso länger wir ohne Stealth auskommen, umso glücklicher ist der Lou. Da kann ich mich aber wieder ein bisschen satt sehen hier. Mit dem Mond da hinten und dem schönen Wasserreflexion und der Geschwindigkeit. Dann kann ich ja auch mal wieder ein bisschen Happy Lou sein. Hui. Sprich mit dem Rennfahrer. Oh, oh, oh. Vielleicht gibt es auch Rennen. Ich glaube, ich habe auch was in den Trophäen gesehen wegen Rennen. Wohin? Wohin überhaupt? Ah, da! Ja, habe ich einen Booster oder so? Haha! Haha! Dummkopf! Habe ich einen Boost? Junge, mit Gegenverkehr! Mann, die Kamera! Die Kamera! Ich kenne nur ein Gas. Vollgas. Geil. Was habe ich gewonnen? Kriegen wir dann ein Herzteil? Wer bist du? Der ist böse!
töten. Welches Level ist der? Das gibt nichts. Ich nehme den ganzen Scheißweg wieder zurück. Ey, diese Kamera macht mich wahnsinnig, wirklich. Wenn das nicht im nächsten Patch rauskommt, ne, dann... Das war mich so sauer, Alter. Ich muss sagen, jetzt ist wieder geil. Wieso ist jetzt wieder geil? Dieses scheiß Schleichen macht mich fertig, ey. Ich soll nicht das Schleichen wegmachen, dann bin ich glücklich. Ey, da unten ist drunter, ist ein Fragezeichen. Jetzt fängt das auch an mit Erkundung und sowas. Irgendwas Seltenes, so ein Topf voll Gold. Zack, hier, Polycarbonat. Schön ein bisschen Plastik. Rohbuma-Leder. So, sag ich doch, hat sich gelohnt. Jetzt fängt's an, Leute. Ey, jetzt hatte ich aber eine Stunde übel Spaß, Bane. Jetzt hatte ich eine Stunde richtig Spaß. Nur diese scheiß Stealth-Kacke ist kacke. Muss ich jetzt selber fliegen? Das Schiff. Aber man denkt wirklich, man wäre im Weltraum. Ich kann es nicht richtig beschreiben, aber es fühlt sich so... Es fühlt sich an, als wäre man in einem Pudding, aber im Guten. Ich habe das Stealth voll drauf. Ich habe das Stealth... nicht drauf! Ich habe es drauf. Ich habe Stealth studiert. Ich habe es einfach drauf. Guckt euch an, wie ich es drauf habe, wie ich schleiche. Ich schleiche hier so doll. Seht ihr, wie ich schleiche? Ich bin so ein Schleicher. Als hätte ich noch nie was anderes gemacht. Ich bin so ein guter Schleicher. Ich glaub's nicht. Ich hab's drauf. Jetzt bin ich drin. Ich sag's euch. Jetzt bin ich aber auch sowas von drin im Schleichmodus. Alter, dieser Datenschutz. Das ist schon das dritte Mal. Alter, Mann. Boah, das ist so schwer, Mann. Ich hasse dieses Schleichen. Wenn dieses Schleichen nicht wäre, wäre das Game so toll. Aber dieses Schleichen macht mich so fertig, ey. Ich schleiche mal nicht da unten lang. Ich gehe mal nicht da unten. Ich versuche hier nochmal irgendwie was. Mann, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Okay, man springt hier einfach rüber. Ach, Mann, den habe ich nicht gesehen. Ach, Mann, ey. Toll. Ja, super toll. Ich habe den halt nicht gesehen, Mann. Es gibt so viele coole Sachen, die man machen kann. Wieso entscheidet man sich aktiv für Schleichen? Für ein AAA-Game, was richtig gut ist, mit einer heftigen Lizenz. Wieso sagt man, ja, wir machen Schleichen? Ich verstehe das halt auch einfach. Ich verstehe es. Wieso sieht der mich jetzt auf einmal? Ach, nö. Oh Mann, ich kann das alles nicht mehr. Ich will das auch nicht mehr. Ist das hier der Einbruchssimulator oder so? Bin so angespannt, ihr glaubt es nicht. Ich habe gar keinen Bock, die Scheiße nochmal zu machen. Showtime, Kumpel. Was ist das für ein Ding? Nein! Schaltet sie aus! Ganz vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Wenn ich noch einmal höre, was machst du denn, du hast Alarm ausgelöst, dann flippe ich hier komplett aus. Sei ganz vorsichtig. Ich war noch nie so zwiegespalten zwischen, es ist cool und ich bin übelst gefrustet, ne? Weiß nicht, ob ihr das nachfinden könnt, aber ich glaube, ihr seht es schon ein bisschen, so mein Meltdown. Ich bin so zwiegespalten zwischen, es ist so cool und ich bin der größte HS, das keinen Bock macht. So doll war ich noch nie zwiegespalten, glaube ich. Cool. Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal Feierabend. Was kann ich abschließend sagen? Es ist übelste gemischte Gefühlslage bei mir. Einerseits finde ich das Visuelle und das Star Wars-Universum und das... Die Aufmachung und so und die Dialoge. Ich selbst finde selbst die Story cool, obwohl ich nicht so ein Story-Typ bin. Aber diese Stealths und immer wiederkehrende Muster von Aufgaben, da werde ich nicht warm mit. Das ist einfach nicht meins. Ich will ballern und looten und leveln und grinden und durch irgendwelche Schächte die ganze Zeit schleichen und sich nicht sehen lassen. Und dann wird eine Mission neu gestartet, wenn du gesehen wirst. Und... unfassbar viele Gegner auf einmal. Ich meine, damit würde ich noch klarkommen, aber dieses viele Gameplay-Momente nerven mich extrem. Dann das mit der Kameraeinstellungen ist irgendwie komisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass mit dem guten Quality of Life Update da noch einiges rauszuholen ist. Und ich hoffe, dass diese
Aufträge mit dieser heftigen Stealth-Sache wirklich nur in den Hauptmissionen ist und dass viele Nebenmissionen, wie wir es gerade auch gesehen haben, dann das nicht mehr so haben. Ich denke, ich werde im Game jetzt nochmal eine Chance geben, weil jetzt... Ja, ich glaube, ich bin jetzt drin. Ich glaube, ich bin jetzt drin mit dem Looten und Leveln und besser werden und Farmen und Syndikate hochleveln. Ich gebe dem Game nochmal eine zweite Chance nach heute.